So Leute, bevor das Video beginnt, ich habe ja im letzten Video schon eingeblendet am Anfang. Ihr könnt mir gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, Themen, über die ich halt in den Folgen, in den Luigi-Folgen rede. Das könnt ihr dieses Mal gerne wieder machen, weil ich möchte die Community auch so ein bisschen einbinden und das habe ich früher auf meinem Zweitkanal auch so gemacht mit 3D World. Und hier möchte ich das jetzt wieder so machen, weil mir fallen spontan jetzt auch nicht so viele Sachen ein, über die ich halt reden könnte. Deswegen seid ihr da gefragt. Also schreibt da mal Themenvorschläge in die Kommentare, über die ich dann, oder Themen in die Kommentare, über die ich dann in den folgenden Videos reden könnte. Das kann alles sein. Also schreibt einfach mal Sachen in die Kommentare, das würde mich voll freuen. Viel Spaß mit dem Video. Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Ready auf ReadyMC. Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu New Super Luigi U. Freunde, Luigi U ist mal wieder am Start und ja, heute haben wir sogar mal ein Thema am Start. Und zwar habe ich im letzten Video gesagt, oder am Anfang des Videos eingeblendet, yo, schreibt mal ein paar Themenvorschläge in die Kommentare rein. Das haben auch einige gemacht. Und einen Vorschlag fand ich ziemlich interessant, und zwar vom lieben Adrian, aka Edrix, wie er sich auf YouTube nennt, kann ich mal hier einblenden. Bling! Und zwar hat er geschrieben, da du ja bald Abitur machst, könntest du ja mal über deine Schulzeit und so reden. Also wie hast du dich vorbereitet? Wie lief es notentechnisch? Was waren deine Lieblings- bzw. Hassfächer? Ja, das war die Frage und ich glaube, das kann man gut abarbeiten. So, ich finde auch gut, dass du so genau genannt hast, was du wissen möchtest. Und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen auch interessant sein, der sich gerade auch so ein bisschen in meiner Lage befindet, mit, dass er bald Abitur macht und so. Oder vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant zu wissen, die noch ein paar Jahre früher dran sind als ich, wie es dann so später aussehen wird oder wie es aus zum Beispiel meiner Sicht so ausgesehen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, jo, kannst du mal dieses Thema nehmen. Und ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir legen hier direkt los. Und zwar habe ich, muss ich noch mal kurz was zeigen. Ihr seht ja, in der ersten Burg haben wir die zweite Starcoin nicht, die werden wir beim nächsten Mal nachholen. Und Level 6 haben wir nicht freigeschaltet. Und zwar ist es das mit dem, mit der Knochenbahn, die ihr unten mittig seht. Ich weiß nicht, wie man da rankommt, also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein, wo der Secret Exit war und in welchem Level der war, um an dieses Knochenbahn-Level hier zu kommen. Ich habe nämlich keine Ahnung und schreibt mir auch gerne mal rein. Und die zweite Starcoin war von Level Dingens. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr das schon gemacht habt von der ersten Burg, ob ihr das reingeschrieben habt. Aber auf jeden Fall könnt ihr es nochmal machen, wenn ihr möchtet. Ansonsten schaue ich mir halt die Kommentare da an, falls da irgendwas dazu geschrieben wurde. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Okay, ansonsten würde ich sagen, ich habe Bock jetzt einfach weiterzumachen mit dem Spiel und den Rest holen wir einfach später nach. Weil ich gemerkt habe, dass wir gut im letzten Part vorangekommen sind und das möchte ich heute beibehalten. So, ich habe genug gelabert, glaube ich. Kandesmin 7 Schiebewandlabyrinth. Da bin ich mal gespannt. Ja, Freunde. Dann fangen wir auch mal direkt mit dem Thema an hier. Das Ding ist eigentlich, also ich wusste, dass mir Themen vorgeschlagen wurden, aber eigentlich hätte ich auch ein eigenes Thema gehabt. Und zwar war das, das war das Level, wo wir reingeschissen haben. Okay, hier, also wir kennen uns jetzt hier auf jeden Fall besser aus und jetzt werden wir wegen Zeitmangel uns auf jeden Fall auch konzentrieren. Auf jeden Fall hätte ich selber ein Thema gehabt und zwar Vergangenheit und Zukunft. So, weil in letzter Zeit habe ich halt voll... Digga, bin ich halt gerade komplett lost. Wie habe ich das denn letztes Mal geschafft? Und zwar in letzter Zeit irgendwie... Warte, geht das nicht einfach so, dass das hier rüberkommt? Genau, als Hilfe. Und zwar habe ich in letzter Zeit voll viel über die Vergangenheit nachgedacht. Vor allem über den Sommer im vergangenen Jahre, weil er einfach so geil war. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie sieht es denn bei mir so in Zukunft aus? Also wie werde ich mich weiterentwickeln? Wo werde ich sein? Also es ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema, das man vielleicht in einem anderen Video mal ansprechen könnte. Könnte ich gerne vielleicht im nächsten Part sogar machen, wenn ich noch Lust haben werde, das machen zu wollen. Genau. War ein bisschen komisch formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist gerade komplett weird. Man konnte einfach alles überspringen. Komm, wir machen das, glaube ich, sogar mal. Weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Ja, wie gesagt, das können wir im nächsten Part machen. Oder so. Ja, auf jeden Fall das Thema Schule, sag ich mal. Oder Schulzeit. Also, was hat Adrian als erstes genannt? Wie hast du dich vorbereitet? Ich glaube, du meinst jetzt Klausuren.
und generell auf den Unterricht und so. Und da ist es wirklich, also, by the way, ich bin gerade in der 12. Klasse. Ich mache mein Abitur im April oder so. Also bin schon bald mit der Schule durch. Also wir haben gerade einen Weg freigeschaltet, ne? Wohin hat er nochmal geführt? Aber nicht zum Knochenmann-Level, ne? Ich glaube nicht. Ich mache immer im April mein Abitur und ich gehe auf ein Gymnasium. Ja, so sieht es aktuell bei mir aus. Und wie ich mich vorbereitet habe, ich gehe mal auf Klausuren ein, also auf Klausuren. Ich war immer so einer, der nie richtig lange gebraucht hat, um sich vorzubereiten auf die Klausuren. Also ich finde das auch gar nicht geil. Oder eigentlich ist es bei jedem Menschen anders. Also ich persönlich brauche da jetzt nicht so viel Zeit, wenn um zu lernen, um den Stoff zu lernen für die Klausur. Weil das war ja bei uns bislang halt immer so, dass wir halt immer das, was wir aktuell dort gemacht haben oder als Thema haben, dass das auch drangekommen ist. Im Abitur wird das ja anders sein, dass da auch komplett von der 11., 12. Klasse alles drankommt. Und im Vorabi ist es auch nochmal eine andere Sache, weil das kommt ja bei mir auch bald dran. Denn da ist es nämlich, zumindest ist es bei uns so, dass, oh, ich glaube, ich habe hier verkackt bei der zweiten Sache, ne? Okay, dann kann ich mich direkt sterben lassen. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Und zwar ist es so, dass da irgendwie Themen drankommen, die wir aktuell sowieso machen und Themen drankommen, die wir irgendwie wiederholen. Und wenn wir das wiederholen, dann kommt das dran. Irgendwie so ist es nach dem System, läuft das ab. Wie gesagt, ich habe mich nie ultra lange vorbereitet für Klausuren. Vielleicht so bei mir immer zwei, drei, vier Tage vor der Klausur setze ich mich hin, lese mir das einfach ein bisschen durch, versuche das alles zu verstehen. Beim ersten Tag vielleicht einfach nur durchlesen. Aber dann beim zweiten Tag auf jeden Fall, oh, was habe ich hier gedrückt? Ich bin so schlecht. Auf jeden Fall verstehen. Und wenn ich irgendwas nicht verstehe, halt im Internet nachgucken. So, das ist mir halt wichtig, dass ich alles verstehe, was ich da auch gerade lese, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. So, und dann reicht das einfach für mich aus. Dann schreibe ich die Klausur an dem Tag. Und alles läuft. Genau, es gibt ja Leute, die sich halt ultra lange vorbereiten, vielleicht so eine Woche vor der Klausur oder Wochen vor der Klausur. Also ich war nie so einer, der wirklich lange gebraucht hat. Ich habe mich minimalistisch gehalten, was die Schule angeht. Und so mache ich es auch immer noch. Weil es gibt ja Leute, die jetzt vielleicht schon anfangen, fürs Abitur zu lernen, zu sortieren. Ich habe noch gar nichts gemacht. Und ich werde das auch erst relativ spät machen. Weil ich bin so einer, ich brauche nicht viel Zeit. Wenn ich mir zu viel Zeit lasse, dann habe ich nur Matsch in meinem Kopf. Dann ist alles am Arsch sozusagen. Und wenn ich zu viel lerne, dann hätte ich es auch gleich sein lassen können. Versteht ihr, was ich meine? Also bei mir funktioniert halt das Gehirn so, dass es eben so ist. Und what the fuck, wie hätte ich da rankommen sollen? Komm, dann machen wir erstmal die zweite Starcoin. Ich mache jetzt gleich mal einen Cut, weil das zieht sich ja gerade ein bisschen zu lange. Ich guck mal gleich, wie ich an die dritte Starcoin rankomme. Auf jeden Fall, das ist dann nur Matsch in meinem Kopf, wenn ich halt zu viel lerne. Und deswegen habe ich das mal probiert und dann habe ich komplett reingeschissen. Bei mir funktioniert halt mein Gehirn so, dass ich halt die Informationen frisch bekommen muss und nicht allzu viel. Bei mir ist es auch immer so, dass ich halt auch immer noch Lust drauf haben muss, weil sonst, wenn ich keine Lust auf Klausuren habe, dann wollt ihr mich nicht erleben. Dann bin ich komplett lost. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich versuche, dass ich immer noch meine Lust beibehalte. Das alles frisch im Kopf habe und nicht zu viel lerne, weil, wie gesagt, wenn man zu viel lernt, dann bringt das nichts. Also bei mir ist es zumindest so. Und wenn man wenig lernt, dann hat man immer noch so den Drang, irgendwas dazu zu machen. Okay, Freunde, gleich geht's weiter. Okay, Leute. Ah, ich darf das untere nicht aktivieren. Ah, das war hier die Sache. Ja, das war leichter, als ich gedacht habe. Ja, auf jeden Fall Vorbereitung. Auf den Unterricht habe ich mich nie richtig vorbereitet. Also Hausaufgaben habe ich ab und zu mal gemacht. Manchmal habe ich auch nicht gemacht. Also vorbereitet auf den Unterricht nie so richtig. Außer wenn ich halt ein bisschen Hausaufgaben gemacht habe. So ist es bei mir so. Notentechnisch. Wie sieht es bei mir notentechnisch aus? Ganz solide, mittleren Bereich. Ich war nie so ein richtig, richtig guter Schüler. Ich war immer im mittleren Bereich. Und ich finde, das ist sogar gut, wenn man im mittleren Bereich bleibt, Nachschub für Royce Fließbandfestung. Weil wenn man zu gut ist, dann haben Lehrer Erwartungen, dass man auch da auf diesem Level bleibt oder vielleicht sogar noch besser wird und komplett eskaliert. Wenn man schlecht ist, ist halt schlecht. Und mittlerer Bereich ist halt so ein ziemlich safer Bereich. Das ist halt so das Ding. Also immer so
zwei, drei, vieren. So, das waren die häufigsten Noten, die ich halt hatte, würde ich mal sagen. Aktuell habe ich mich sogar in ein paar Fächern verbessert, das ist ziemlich gut. Und bei meinem aktuellen Zeugnis wurden einige Noten sogar falsch eingetragen, zu meinem Gunsten, zugunsten von mir. Genau. Da hätte ich zum Beispiel Englisch eine 3 minus gehabt, aber stand davon eine 2 auf dem Zeugnis. Also einige Fehler waren da, aber ich habe das jetzt nicht gesagt, dass auskorrigiert werden muss. Da war by the way ein Pix-Luigi, aber ihr seid nicht mit, deswegen habt ihr das gesehen. Genau, da habe ich wirklich ein bisschen Glück gehabt. Okay. Und ja, aber wie gesagt, von meinen reinen Leistungen immer im mittleren Bereich. Es gab mal Fächer, wo ich halt komplett wirklich gut war, also Musik. In letzter Zeit bei mir immer 1 plus, ne, weil ich halt auch so Leistungen erbringe, die man normalerweise in der Schule halt nicht erbringt. Ne, weil ich halt außerschulische Leistungen erbringe. Zusätzliche Leistungen. Deswegen kommt dieses Plus da ins Spiel. Und sag mal, wo waren denn die anderen Starcoins hier? Ich glaube, die dritte war doch... Ah, okay, das war komplett weird. Man musste irgendwie noch komplett von hinten reingehen. Nicht das. ins Castle. Das war ziemlich weird. Wie ich immer wieder denke, ne? Auf jeden Fall... Ich glaube, die Werbefreundlichkeit ist damit aber jetzt nicht gestört, weil ich keine besonderen Begriffe genutzt habe. Genau. Also immer mittlerer Bereich. Musik war ich ja nicht immer ziemlich gut. Es gab also nur als Beispiel Musik, ne? Wo ich halt wirklich gut war. Es gab auch Fächer, wo ich echt defizitär war. Wie. Also 4 minus ist halt bei uns schon ein Defizit. Schwer war bei mir anfangs um Mathe. Boah, Mathe ist immer so eine Sache. Entweder verstehe ich das oder nicht. Entweder habe ich gute Noten oder nicht. Da kann ich auch mal easy im defizitären Bereich stehen. Oder Englisch stand ich auch mal, aber es lag an dem Lehrer, weil das halt voll weird war und der voll streng benotet hat, weil ich habe ja auch Englisch-Leistungskurs. Sozialwissenschaften hatte ich, glaube ich, auch mal schlecht. Also das sind so Fächer, in denen ich gar nicht gut bin. Ja, genau. Und ansonsten, wie gesagt, mittlerer Bereich. Was waren denn Lieblings- bzw. Hassfächer? Also Lieblingsfächer, da ich in Musik eine gute Note habe, so 1 plus, natürlich Musik. Sport fand ich immer ultra nice, also vor allem heutzutage finde ich Sport halt ultra nice und wichtig. Ist also Standardding, ne? Was jeder sagt, was jeder nice findet. Und was würde ich noch sagen? Ich fand eigentlich Englisch immer nice, aber jetzt, ich habe ja Leistungskurs und jetzt ist es einfach nur nervig geworden. Französisch ist ein ultra gutes Fach, aber ich habe das mittlerweile abgewählt, wo ich wirklich das bereue. Aber ich hatte halt eine Kacklehrerin, das hatte halt auch einen Grund, warum ich das abgewählt habe. Und ja, was für Fächer finde ich noch gut? Weiß nicht. Zuckerwatten, Wolkenzone, das ist by the way die 7. Welt. Da werden wir nächstes Mal weitermachen, aber zuerst im nächsten Part werden wir die Sachen nachholen, die wir noch nicht haben. So spontan fällt mir da jetzt nicht viel ein. Genau, und Hassfächer. Ja, so wie finde ich jetzt nicht so spannend. Ja, weiß nicht. Also Sozialwissenschaften ist bei uns, ne? Und Mathe kann ab und zu kacke sein. Aber nur ab und zu. Und ja, ansonsten habe ich jetzt kein richtiges Hassfach. Ich akzeptiere halt Sachen. Oder Fächer besser gesagt. Das kann man besser formulieren. Also man kann besser sagen, ich akzeptiere Fächer als ich hasse Fächer so. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich habe alle Sachen abgearbeitet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und teilt mal eure Erfahrungen, Schulerfahrungen auch mal in den Kommentaren mit. Ich weiß, es ist irgendwie teilweise auch kacke, weil ihr kommt von der Schule. Dann gönnt ihr euch ein Video, wo über Schule geredet wird, ist immer Schule, aber heute, das war halt interessant, mal über mich so zu reden und ja, weil das uns alle halt betrifft, in Deutschland, in diesem System hier, aber keine Sorge, die nächsten Videos, da werde ich nicht mehr darüber reden, weil wie gesagt, ich finde es auch immer selber scheiße, wenn ich nach Hause komme von der Schule und dann ein YouTuber ein Video macht über Schule, ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, Freunde, ja. Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren mit. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In dem Sinne, Freunde, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.